Servus Leute, wie geht's? Schön, spitz wieder eure Lemming-Wahnsinn. Ich heiße schaut alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftserbohrung. Heute wollen wir uns diese Version reinziehen, mal gucken, was sich so auf dem Kasten hat. Nur mal kurz zur Info vorab, ich werde diese Festung nicht angreifen, aber ich werde mir die Uruks hier auf jeden Fall angucken. Warum werde ich sie nicht angreifen? Ganz einfach, sie erfüllt nicht ganz die Anforderungen, die ich an die Festung habe, nämlich wenigstens Level 70, das muss sein. Ja, es wäre halt schon schön, wenn alle Plätze der Häuptlinge besetzt würden. Als Oberherren haben wir Ashgarn, den Enthaupter. Cooler Uruk, die Enthaupt... Oh, geil, sogar mit Ködern, sehr geil. Gauner mit Köder, super Sache. Gucken wir uns natürlich auch noch ein bisschen genauer an. Ich persönlich finde, das ist ein sehr, sehr geiler Kriegstreiberstamm Uruk. Sehr cool gemacht. Ich finde, die Rüstung sieht super geil aus. Vor allen Dingen auch, dass dieser Schulterpanzer der Enthaupter, dass der sich so gut eigentlich an die Rüstung, an diesen Brustharnisch des Kriegstreiberstammes so anpasst, also so anschmiegt, möchte man schon beinahe sagen. Der Helm ist auch ziemlich geil. Und ja, geiles Schwert auf jeden Fall, auf alle Fälle. Ja, so viel zum Äußeren. Der Kollege ist ein erschütterter Herr, bedeutet zweimal kann er tatsächlich ausgenockt werden, wenn einer seiner Leibwächter getötet wird. Dementsprechend würde ich dann natürlich zu einem, sage ich jetzt mal, zu Brechern tendieren als Leibwächter. Warum? Ganz einfach, die halten meisten oft am meisten aus. Und ja, natürlich kann man auch einen Meuchler noch dazu setzen. Meuchler, die fliehen eher mal, aber wenn die dann halt auch getötet werden, ist halt auch ein bisschen scheiße, weil sie können nicht aus dem Thronsaal entkommen. Berserker ist auch eine Möglichkeit. Man muss halt immer bei Berserkern, sage ich immer, schwierig, weil wenn die nämlich den Oberherrn angreifen und vor allen Dingen bei einem Gauner, ist das tödlich. Warum? Gauner sind eigentlich keine sonderlich starken Nahkämpfer. Wenn ein Gauner kämpft, dann verlässt er sich sehr auf seine Tricks. Ein Berserker, der schlägt drauf ein, das ist wie ein Verrückter, ja. Also, der sieht den nur schief an und denkt, ich bring dich um. Und dann hacken die auf die ein. Und das ist so ein bisschen, das ist halt wirklich so Verrat aus den eigenen Reihen, hat schon andere Uruks gefällt. Und bei Gaunern, die normalerweise nicht so viel Leben haben, ist es immer noch so eine andere Geschichte. Erleidet Schaden durch Fernkampfangriffe, Hinrichtung und Schleichangriffe. So, die Schleichangriffe kann man natürlich im Thronsaal ein bisschen außen vor lassen. Die Hinrichtung, ja, ist natürlich kann eine Achillesferse sein, muss aber nicht. Eher die Fernkampfangriffe, weil er kann am Boden festgenagelt werden. Ansonsten ist er giftfest, feuerfest, immun gegen Fluch und Bestienzimmer. Schon mal alles tipptopp, wenn er gegen die Elementarsachen immun ist, auch Bestienzähmer, das heißt, wir können nicht unbedingt ihn mit einem Krauk abfangen oder auch mit einem Karagor. Das macht ihn bis, das gibt seiner Flinkigkeit halt eine größere Rolle. Die wird halt dadurch herabgesetzt, dass er durch Fernkämpfe beeinträchtigt ist. Erzürnt durch Herumgehüpfe ist eine geile Sache. Warum? Nicht, den die Kombination macht. Ein Gauner zu überspringen, ich meine, es könnte bei, also ich gehe mal stark davon aus, wird bei ihm nicht möglich sein. Weil der nämlich behende ist, der Kollege. Und vor allen Dingen kann er tatsächlich so dafür sorgen, er hat eine Sprungblockade. Gehe ich mal fest davon aus, weil Gauner haben das meistens so mit dabei. Und das führt dann letzten Endes dazu, dass er dann auch noch aggressiv ist und dann in dem Moment euch auch wahrscheinlich gleich angreifen wird. Das Schwert ist halt, das Schwert, was er hat hier, ist so eine Waffe. Ich glaube, dass das sogar das Schwert, also es gibt bestimmte Schwerter, sagen wir es mal so, ihr könnt den Angriff nicht abwehren. Also da könnt ihr euch auf den Hintern stellen und im Arsch wackeln. Da könnt ihr eher zwei Äxte abwehren. Ich glaube, das ist eins der Schwerter, weil wenn die zuschlagen, das ist immer ein Schwert, wo ihr ausweichen müsst. Gehe ich mal stark davon aus. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ja, das ist so einer der Vorteile von denen. Ja, ansonsten, ja, ist halt ein, ist das der Herumgehüpfe, ist glaube ich seine größte, so sage ich jetzt mal, sein größter Trumpf, sage ich jetzt mal. Dann haben wir noch einen Horzer Kerkermeister, der sieht natürlich sehr geil aus, vor allen Dingen für einen Level 57er, ein 4er Uruk zu sein, ist schon sehr strong. In der Kombination sehen wir hier eine
ein 15-4, das ist noch keine sehr starke Statistik, aber die hat natürlich auch noch die Möglichkeit, natürlich noch ein bisschen besser zu werden. Ne? Mit 57, bis er dann letzten Endes bei Level 80 ist, ist noch ein bisschen Zeit, ne? Dass aus dem Kollegen noch was werden kann. An sich, Kriegstreiber-Stammberserker, immer eine schöne Sache. Er ist anfällig für Schleichen. Wir sind hier in Gorgoroth, wir sind hier ganz vorne, das bedeutet, ich glaube, es gibt sogar, das ist der Vorhof dahin. Ich sag's mal so, ja, also ein Schleichangriff von der Position geht, weil die besonders nah ist, weil dieser Eroberungspunkt, der ist relativ nah an der Burg, und wenn ihr dort einen Schattenangriff macht von oben herab, ihr müsst natürlich dafür erstmal alle Bogenschützen auf der Mauer töten, aber das sollte eigentlich im Bereich des Möglichen sein, könnt ihr den dort ganz gut angreifen, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so krass notwendig bei ihm, denn es gibt ein paar Sachen, die sind viel, viel interessanter bei ihm, nämlich die Anfälligkeit für Bestien und dass er durch Feuer Schaden erleidet. Er selbst ist entflammt. Er ist entflammt. Das heißt, wenn der irgendwo was in Brand setzt, er setzt sich selbst in Brand. Das ist ziemlich scheiße für ihn. Er ist beschusssicher, das ist schon mal für einen Berserker schon mal eine ganz gute Sache, weil wenn ihr dann in den Fokus geht, könnt ihr ihn nicht einfach durch den Kopfschuss ein bisschen betäuben. Das geht leider nicht so einfach. Er zöhnt durch tödliche Wunden, Macht besessen. Das sind so die standardmäßig nicht sonderlich viel für einen Berserker, muss man leider an der Stelle sagen. Wurf-Ex ist eine tolle Sache. Ansonsten, ja. Tobsucht. Das ist beispielsweise eine Sache, wenn ihr einen Berserker mit Tobsucht habt. Niemals. Niemals. Egal wie stark der Penner ist. Nicht zum Oberherrn reinsetzen. Wenn der aggressiv ist und der den Oberherrn zu Sau macht, wird's für euren gegnerischen Talion super einfach. Dann lieber einen Schwächeren nehmen, der aber ein bisschen was im Kopf hat. Obwohl, hier, epische Vugo vermindert ihren Feuerschaden gegen sich und seine Verbündeten, kann man dementsprechend also auch machen. Also das mit den Flammen ist so gar nicht so schlechte Idee. Mit der... das ist eigentlich auch nicht schlecht mit dem Gefolge von Bogenschützen, weil die Bogenschützen haben meistens auch noch so einen Buff da drauf, dass die euch eher mal sehen als jetzt ein normaler Schildträger oder sowas. Ja, die normalen Frontkämpfer Uruks, die sehen, haben ein verkleinertes Spektrum, ein Sehspektrum, glaube ich. Und das ist bei den Bogenschützen ein bisschen vergrößert. Also die können euch, glaube ich, dann sogar eher mal sehen. Also kann das ganz gut kompensiert werden. Ansonsten ist es halt eher ein Basic Uruk. Ne? Kann aber noch immer was aus dem werden. Ja. Das ist auch, glaube ich, somit das Beste, was du bei ihm machen kannst. Vielleicht epische Wut ist immer noch gut. Auch wenn es bei ihm, sage ich jetzt mal, die epische Wut nicht unbedingt viel bringt, weil er ist erzürnt durch tödliche Wunden und die Tobsucht. Also die drei Sachen, das bringt's nicht. Also da würde ich eher dahin gehen, vielleicht eine Dickhäutigkeit oder gibt ihm eine große Stärke. So eine Basis gut. Das sind wirklich so Sachen, die funktionieren immer. Das ist wie wenn du Schokoeis anbietest. Funktioniert auch immer. Irgendeiner kauft's immer. Ist einfach so. Ja. Warte mal kurz, der hat hier auch die Eisentore. Ist gar keine so üble Idee, das zu machen. Was ich tatsächlich keine gute Idee gefunden finde, ist tatsächlich das Höllenfeuer. Warum ist das Höllenfeuer keine gute Idee? Ganz einfach, weil damit ein Drache freigesetzt wird. Ich weiß nicht, inwieweit der feuerfest ist. Es ist bei dem Feuerwärter ist es immer so eine Sache. Das kann wirklich sein, den Schaden, den er durch Feuer erleidet, kann es wirklich herabsetzen. Aber es kann auch dafür sorgen, dass er die Flammen nicht gelöscht kriegt oder dass die Flammen ihm tatsächlich was ausmachen. Das kann es tatsächlich hervorrufen, wodurch er dann letzten Endes immer noch wie ein Besoffener durch die Gegend torkelt und versucht, die Flammen zu löschen. Ja? Als wirklich wie ein Feuerfeste, den es überhaupt gar nicht juckt, wenn er in Flammen steht. Ne? Skun, der Puppenspieler, auch eine coole Sache. Finde ich sehr geil. Warte mal kurz. Der Puppenspieler? Kriegsmeister, okay. Kriegsmeister ist ebenfalls ein geiler Name. Der Puppenspieler, sehr geil, passt gut zum Oberherrn. Haben auch manchmal ein schickes Geschwätz auf Lager. Der hat hier das ist tatsächlich sogar 6-15. Das ist schon eine etwas, ja, sag ich jetzt mal, eine relativ schwache Bilanz sogar. Ja, gucken wir uns den einfach mal so genauer an. Den Puppenspieler brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die schwätzen gerne mal mit ihren beiden. Kupan ist ein Berserker, müssen wir uns merken, entflammt und legendär. Gut,
Er ist anfällig für Schleichen. An welchem Punkt sind wir da? Wir sind an Punkt 2. Es ist ein etwas freierer Platz, aber immer noch von ziemlich hohen Gebäuden umgeben. Das bedeutet, aber die sind immer noch zu dem, die sind bis zu dem, zu diesem Siegpunkt sind die tatsächlich fast schon zu weit entfernt, dass ihr dann direkt dort einen guten Schleichangriff auf ihn setzen könnt. Das ist eigentlich so. Da ist meistens wirklich Chaos, besonders wenn dann auch noch Überlebende, sage ich jetzt mal, aus dem ersten, vom ersten Siegpunkt übrig sind. Die Furcht vor Hinrichtung macht aus ihm einen klaren Verlierer gegen Talion. Warum? Die Hinrichtung, werde ich, glaube ich, spreche ich aus dem Herzen beinahe jedes Talions, ist eigentlich so eine standardmäßige Attacke, die einfach wirkungsvoll und vor allen Dingen, die kann jeder. Und die kann jeder einsetzen und eine Furcht vor Hinrichtung, die ist tödlich für jeden Uruk. Er ist ein erschütterter Herr. Ist Zeit, weil wenn ein Leibwächter, gut, wissen wir gleich, das Spiel immer starke Leibwächter auswählen. Ne? Natürlich auch möglich ist es auch mit Meuchlern an die Sache ranzugehen, die hauen eher ab, als bevor sie getötet werden. Wenn die dann auch noch immun gegen Schleichen sind, sind es die perfekten Leibwächter für ihn. Wenn du da wirklich Meuchler hast, die auch noch immun gegen, gegen Schleichen sind, ist es perfekt. Warum gegen Schleichen? Ganz einfach. Der einfachste Weg, einen fliehenden Uruk zu töten, und auch immun gegen Hinrichtung, weil nämlich der einfachste Weg, Uruk zu töten, ist durch Hinrichtung oder durch Schleichangriff. Wenn das beides nicht bei dem Meuchler funktioniert, entkommt der. Und der wird dadurch nicht getriggert, tatsächlich benommen zu sein. Ergo, er kann tatsächlich dadurch, verliert er wenigstens diese Benommenheit größtenteils. Kann natürlich auch immer passieren, dass die getötet werden. Ist immer so eine Sache, ne? Ich sag nur so, was ihm helfen würde. Fernkampfangriffe, Hinrichtung, anfällig für Bestien. Ja. Ja. Ist halt so standardmäßig, ne? Feuerfest, immun gegen Fluch, kann man immer gebrauchen. Leider muss man hier dazu sagen, dass hier ist es auch relativ wenig Unverwundbarkeiten. Was hätte man bei ihm denn größtenteils gebraucht? Eigentlich mal wenigstens beschusssicher wäre schon mal was gewesen. Ja, ein Frostfest wäre super gewesen für ihn. Einfach nur, dass er wirklich mehr Funktion gegen einen Talion hätte. So ist es allerhöchstens einer, der gut gegen Uruks tötet. Aber kein Talion lässt sich von dem killen. Also gehe ich jetzt mal stark davon aus. Ist leider so. Erzürnt durch Verletzung, bestialischer Rausch. Ja, gut. Wird erzürnt, wenn er eine Bestie tötet hat. Gut, der, ne. Er ist anfällig für Bestien. Erzürnt durch Verletzungen, das ist gut, das ist sehr, sehr gut für ihn, weil dadurch bleibt er erzürnt und kann im schlimmsten Fall, bei ihm lohnt sich auch die epische Wut, weil er kann dadurch nämlich auch fast schon seine Benommenheiten vielleicht sogar kompensieren. Heißt, dass er im blindlings der Wut gar nicht bemerkt, dass seine Orks gefallen sind oder dass irgendjemand eine Hinrichtung gegen ihn ausgeführt hat. Weil die schlagen dann auch deutlich stärker, deutlich schneller. Epische Wut, epische Eigenschaft, mächtige Wilde. Also ich sag mal so, wenn du die epische Eigenschaft mächtige Wilde hast, dann gib dem auch Wilde. Ja, es bringt nichts, hier ein Gefolge von Orks einzusetzen, wenn er nicht die epische Eigenschaft mächtige Orks hat, sondern mächtige Wilde, dann gib ihm wirklich die Wilden. Dann, ja. Epische Wut bringt bei ihm sehr viel, ja. Klar, Dickhäutigkeit würde ich auch machen, weil er halt einfach Benommenheiten hat. Ist so, ist halt wirklich standardmäßig, kann man nichts zu sagen. Dann haben wir Arkaios, den Schmerzensfreund, ist ein cooler Uruk, ein cooler Orlok. Ich mag das, dass die hier dieses eingenäht, diese Rüstung, dass die eingenäht im Fleisch ist. Das sieht schon sehr krass aus. Macht schon was her. Er ist ein erschütterter Herr, irgendwie hat er nur, sind hier nur erschütterte Herren dabei. Wenn Leibwächter getötet wird, Benommenheiten sind halt ekelhaft, ne? Auch für Berserker. Feuer, Hinrichtung, Schleichangriffe. Giftfest, beschusssicher. Beschusssicher darf man niemals unterschätzen bei einem Orlok. Warum nicht? Weil, wenn ihr nämlich euch mal überlegt, wenn ihr gegen einen Orlok kämpft, was könnt ihr nicht? Ihr könnt nicht über ihn drüber springen, im Normalfall. Ja. Vorne, also du kannst von hinten kannst du über ihn drüber springen, das bringt schon was, aber dann guckst du ihn direkt an und das willst du eigentlich nicht. Weil, wenn euch ein Orlok mal erwischt, ist euer ganzer Zorn weg. Auf einen Schlag. Du kannst natürlich auch noch Gift festmachen, das wird ihm, glaube ich, keinen Abbruch geben.
Musste aber nicht. Ja. Erzürnt durch tödliche Wunden, ist klar. Erzürnt durch Morgai-Fliegen kann zum Tragen kommen, weil dort sind zwei Morgai-Fliegen-Nester. Beziehungsweise sogar drei. Das heißt, er kann durchaus erzürnt werden. Jetzt krass, keine krassen Erzürnungen, ja. Bei ihm würde es sich lohnen, ihm Berserker noch zur Seite zu stellen. Warum? Er wird selbst in Wut geraten, wenn er andere Uruks sieht, die in Wut sind. Also das ist schon eine geile Sache. So könnt ihr eine Symbiose erschaffen, die sehr stark ist. Ein leicht zu aggressiv werdender Uruk, wie zum Beispiel jetzt der Skag der Enthaupter, wäre für ihn hervorragend. Warum? Weil der schnell in Aggressionen verfällt und der macht dann gerade mit. Also sehr geil. Er ist natürlich auch tobsüchtig wie die meisten Berserker. Epische Eigenschaft, große Stärke und Beben. Große Stärke ist für einen Orlok gut, weil wenn er mal trifft, dann tut's richtig weh. Dann tut das wirklich weh. Dann kann der auch fast One-Hits verteilen, der Kollege. Ich würde hingehen, natürlich auf legendär aufwerten. Safe. Safe. Ein Gefolge muss sein, weil erschütterter Herr. Braucher. Was würde ich ihm noch geben? Das Gefolge ist eigentlich wurscht in dem Fall. Nehmt, was ihr kriegen könnt. Ne? Das Beben ist natürlich auch sehr geil. Ich würde ihm als epische Eigenschaft, klaro, ich könnte jetzt natürlich schon wieder sagen Dickhäutigkeit, aber ihr könnt auch hingehen und sagen, ich gebe ihm erleidet Schaden. Also als Feuerwärter ist auch eine Idee. Ja, wenn das kommt, wäre das super für ihn, weil ihr habt dort, das ist Gorgoroth, ihr habt dort Fässer Grog stehen ohne Ende und ihr habt dort viele, viele Feuerstellen stehen. Das heißt, der Typ kann sich sehr schnell in Brand setzen. Also Feuer ist dem sein ärgster Feind eigentlich. Dann haben wir noch Ugol, den Grausamen, ist ein hysterischer Herr. Tatsächlich ist das wieder so ein Uruk, wo man sagen würde, okay, tausch ihn aus eigentlich. Ich muss ihn mir jetzt mal genauer ansehen, aber allein, dass er ein hysterischer Herr ist, zeigt schon, dass er für den Posten ungeeignet ist. Warum ist der ungeeignet? Weil der kriegt Schiss, wenn einer seiner Leibwächter getötet wird. Das ist scheiße, das ist nicht gut. Furcht vor Morgai-Fliegen ist an der Stelle auch selten schlecht, weil er nämlich Weil dort hängt ein Morgai-Fliegennest direkt über dem Siegpunkt. Das ist nicht ein paar Meter entfernt, sodass man sagen könnte, okay, vielleicht trifft es ihn oder nicht. Das trifft den zu 100%. Und er ist direkt benommen. Furcht vor Hinrichtung. Ja, ist halt schlecht gegen Talions. Feuerhinrichtung. Ich brauche mir den gar nicht mehr weiter anzugucken. Klar, beschusssicher, frostfest, giftfest. Alles coole Sachen. Gar keine Frage. Ja. Aber wenn der jetzt nicht irgendwann kommt, dass er sich. Okay, die keine letzte Chance ist natürlich geil. Wenn er jetzt aber nicht irgendwo steht, dass er, keine Ahnung, eine schnelle Auffassungsgabe hätte, dann sage ich dir ganz ehrlich, den würde ich ersetzen. Den würde ich einfach safe ersetzen, weil wenn der stirbt, das ist so eine, der wird verheizt. Da tritt das erste Aufeinandercrashen, Crash, weg, Ende. Ich wette mit dir, in jeder Schlacht wird der wird nichts reißen können. Außer der schafft es vielleicht mal irgendwie den Talion dann in dem Moment vielleicht mit der letzten Chance. Okay, kann man sagen, aber es gibt genug andere, wo ich glaube, die stärker sind. Ich möchte nicht total klein reden, aber das Problem ist, diese Schwächen hier, diese drei. Nee. Das besonders an der Stelle, das killt den. Der kann gar nicht sich entfalten, sage ich jetzt mal so. Dann haben wir noch einen Aghul, den legendären. Das ist auch ein erschütterter Herr. Hast viele erschütterte Herren, fällt mir. Das ist auffällig. Mit einer Statistik von auch 14, 14 zu 4. Ja. Ist in Ordnung. Gut. Muss man sehen, was später aus denen wird. Ja, standardmäßig. So. Gucken wir mal, Unverwundbarkeiten. Feuerfest. Schon mal immerhin etwas. Gorgoroth ist halt wirklich ein Punkt, wo du halt wirklich viel Feuer hast. Kirith Ungol ist auch so eins. Warum? Kirith Ungol, weil das halt eine sehr, sehr enge Map ist. Habe ich so das Gefühl immer gehabt. Es ist sehr, sehr eng alles beieinander. Dort ist auch, kannst du auch viel, viel arbeiten mit wirklich Explosionen, helfen dir da ungemein viel, weil dort echt in Kirith Ungol aberwitzig viele Grogfässer stehen dort. Das ist Wahnsinn. In Gorgoroth auch teilweise. Also wirklich krass. Und es ist nicht so, es ist halt, Kirith Ungol ist halt nicht so weitläufig jetzt mal auf Kirith Ungol bezogen wie jetzt Zeregost. Zeregost ist eine sehr breite, habe ich so das Gefühl, sehr breite Map, sehr weite Flächen.
oftmals. Gorgoroth ist so ein bisschen dazwischen, ja. Aber ich sag mal so, du hast die, der, da sind halt diese Drachen. Ne? Die Feuerfest, das ist eigentlich notwendig, dass die immun gegen Feuer sind, die Jungs. Weil wenn die Drachen frei sind, dann hast du aber richtig blöd. Ganz schlecht wäre es, wenn es ein Wildenstamm, wenn es ein Wildenstamm wäre. Warum? Weil Wildenstamm macht auch die, ne? Gibt auch die, diese, die Möglichkeit, Drachen zu beschwören dort. Erzürnt durch Karagor an der Stelle. Alles klar, kann funktionieren, muss aber nicht Morgai fliegen, werden nicht zum Einsatz kommen. An der Stelle kann ich euch versichern. Erzürnt euch Karagor, aber könnte tatsächlich, ich würde ihn tatsächlich aufgrund dieser Eigenschaft, wäre es vielleicht besser sogar, ihn ein bisschen früher einzusetzen, wenn nicht sogar im ersten Fett, also im ersten Siegpunkt. Und weil wenn jemand wirklich mit Karagor angreift, kann er wirklich seine Erzürnung richtig ausnutzen. Herr der Jagd, okay. Alles klar, jo. Ja, holla! Okay. Das ist jetzt etwas, was sehr Interessantes an ihm. Seine Boni sind gar nicht schlecht. Er hat die epische Eigenschaft Fluchwärter, gut. Epische Eigenschaft Feuerherr, den er selbst seine Verbündeten anrichten. Deshalb bedeutet, okay, super, eine Gruppe von Orlocks, perfekt, passt dann auch gut. Feuerbomben und Feuerwerfer. Geil! Warum ist das geil? Könnte man sich jetzt fragen. Der Junge hier. Erst mal Spaß beiseite. Bloß kein Einsetzen, den. Also jetzt mal ohne Scheiß, setzt keinen Leibwächter ein, der nicht feuerfest ist, weil der schmeißt mit Bomben, der hat einen Flammenwerfer. Ey, der verbrennt einfach alles, der Kollege. Ja. Der ist für Gorgoroth beispielsweise geeignet. Der ist auch geeignet dafür, wenn du dort mit Drachen hantierst. Der ist der Erste, der auf den Drachen treffen würde, wenn der Drache angreift. Ja, wenn der befreit wird. Das ist einfach so. Bei Drachenfeuer ist es halt so. Ich würde den wirklich an eine andere Stelle setzen. Epische Eigenschaft Feuerwehr, Fluchwärter, ja, ja, klar. Ich bezweifle halt immer so die Sache halt. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn er dickhäutig wäre. Ja. Wäre vielleicht gar nicht übel. Muss man halt ausprobieren, was halt besser funktioniert bei ihm. Ja, bei, auch mit dem Fluchwärter machst du eigentlich auch nichts falsch bei ihm. Also, die Bonnies, muss ich dir echt sagen, gut. Sehr gut. So, Fazit zu der Festung. Ich würde rigoros eigentlich hingehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde den rausschmeißen. Den hier auch. Der Rest ist okay. Aus dem kann man wirklich was machen. Ich glaube, der hat sehr viel Potenzial. Und das ist derzeit, glaube ich, dein stärkster Krieger. Würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus sagen. Die Mauerspieße, ja, bringen auch was, auf jeden Fall. Verlangsamen halt das Tempo. Höllenfeuer, wem es gefällt, ich nehme es beispielsweise gar nicht gern, weil es halt, ich finde es unnötig, ein bisschen. Die giftigen Belagerungsbestien, ja, kann man auch durch Fluch ersetzen. Warum Fluch? Weil Fluch halt, jeder Talion hasst Fluch. Der wilden Hort ist auch gut. Ja. Ist vor allem geeignet gegen Talions. Definitiv. Die Eisentore, schwer gepanzert. Man ist eigentlich gezwungen dann letzten Endes. Das passt, das, die Kombi ist gut. Die Kombi ist ziemlich gut. Hier würde ich halt auch auf die, weiß gar nicht, muss, kann man da noch was anderes? Ist ja auch wurscht. Jedenfalls, ja, das ist so meine, mein Fazit zu der Festung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Bye, macht's gut, eure Lemmingwatz. Bis zum nächsten Mal und ciao.